Moin moin und willkommen zurück. Wir befinden uns bei Aplax Tale in Kapitel 5 und schauen uns jetzt die Beute des Raben an. So, Hugo ist schon vorgelaufen, der läuft da hinten auf irgendwelchen blöden Fröschen hinterher. Aber schau dir das mal an, wie schön das hier alles aussieht. Keine Zeit, das anzuschauen und zu bestaunen. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Sieht schon echt cool aus hier, muss ich sagen. Haps, haps, haps! Mein Gott, der haut doch immer ab, das Bengelding. Warte doch auf uns, Junge. Warte doch mal. Hugo! Selbst schuld, wenn der gefressen wird von der fleischfressenden Pflanze oder ein Hirsch ihn aufspießt, oder? Hey, seht mal, ich bin ein Ritter! Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin! Los, weiter! Können wir das mitnehmen? Riechst du das? Nee. Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Entschuldigung. Oh, da liegt wieder eine Leiche, beziehungsweise einer von denen. Oh, nicht nur eine. Oh mein Gott. Ein ganzes Schlachtfeld hier. Tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Überquere das Schlachtfeld, okay. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Krass, ne? Ich meine, so sahen die Schlachtfelder wahrscheinlich früher wirklich mal so aus. Jetzt überlegt mal. Muss man überlegen, wie viele Leichen das sind und welche Leute denn hier waren, um das alles einzusammeln, ne? Stank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Ja. Und bei der nächsten Bank können wir auf jeden Fall was bauen, da bin ich ziemlich sicher. Kriegen wir es auch hin. Das Pferd. Lukas? Ich? Oh nein, die Ratten! Bleibt weg von ihnen! Amicia, sie sind überall, hunderte von ihnen! Oh, wir sind zu spät. Ich hätte schon da Feuer machen sollen. Oh, das war nicht so gut. Halt dich zu einer Kiste, da kann man was rausholen, glaube ich. Ah, hier noch was. Ach, guck mal, hier finden wir auch gleich die Sachen, die wir brauchen. Gleich wieder mitnehmen. Perfekt. Diese widerlichen kleinen Rattenviecher, oder? Da drüben sind Leute. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich, um zu überleben. Genau wie wir. Kann ich das mal hier? Nee. Okay, müssen wir versuchen, das da anzumachen.
schnell. Dann einfach hier bei dem. Kannst du mir helfen? In Ordnung. Na los. Drücke wiederholt, um zu kurbeln. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurchbahnen. Okay. Müssen wir vielleicht erst das Ding da oben in Brand setzen. So, jetzt nochmal. Kannst du bitte mit anlegen? Gut. Und dann könnte er die Hölzer holen da, oder? Alles ist gut. Geh jetzt. Ja, ja. Beeil dich ein bisschen, du Affe. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Ja, dann komm zurück. Hast du nur einen Stock geholt? Jetzt. Ja, super, ich meine fand. Arme, sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. Okay, wo müssen wir hin? Gucken wir, was irgendwo längs geht hier. Alles. Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Die Laterne ist cool. Ah, warte, ich hab eine D. Warte. Was? Was hab ich. Oh Gott. Das ist furchtbar. Schnell daran vorbei, ihr Lieben. Funktioniert. Na, warte. War gar nicht so schwer. Hier gibt's Stöcker. Und eine Werkbank. Ich will mal kurz gucken, was oben ist. Komm, hoch mit dir. Bevor wir einmal unten was bauen. Guck mal, was einsammeln hier. Legen wir hier ein paar Sachen rum. Okay, den brauchen wir nicht. Gut, ich gehe zuerst. In Na, guck mal, also ich habe ja irgendwie ein Werkzeugdings bekommen. Also eigentlich müsste ich doch noch irgendwas bauen können jetzt, oder? Und bin ich verkehrt. So. Okay, wir können die Zeit, in der sie die hervorholt, die Schleuder verringern. Oder wir können. Bietet Platz für bis zu 16 Materialien einer Art. Rennen, Ausweichen machen weniger Lärm. Amiga entfernt das Holz ihrer Schuhsohlen und wickelt ihre Unterschenkel in dicken Stoff ein, dass ihre Bewegungsgeräusche gedämpft werden. Ich mache die Tasche erstmal größer. Finde ich am wichtigsten. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Jetzt kann man von allen ein bisschen mehr haben, vielleicht. Hier ist auch noch Werkzeug. Können wir noch was bauen? Oh, warte, hier liegt noch was. Gucken wir mal. Aber wir können nichts bauen mehr. Uns fehlen die Materialien dazu. Gut. Naja, beim nächsten Mal. So, wir gucken, wo wir längs gehen sollen. Jetzt gleich. Ah, okay, ich sehe schon. Ab zum Wagen. Macht Platz, Rattenvolk. Oh nein, Soldaten!
Zivilsoldaten. Wo hat sie den Soldaten gesehen? Oder er? Ach, da hinten, okay. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf, verbrenn dich nicht. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Was sollen wir sonst machen? Ich weiß nicht, was wir sonst machen können. Ach, da ist er da unten runter, der war. Ach, da ist der Soldat auch noch, okay. Ah, ich hab ein D, warte mal. Lass mal los. Und dann pass mal auf. Eigentlich ganz geil, so eine Waffe, muss man sagen. Bei ihm können wir es nicht machen. Er hat eine. Obwohl, warte mal, können wir anders machen. Nee, warte. Auch nicht. Hat er nicht gehört, ne? Nee, hat er nicht gehört. Nicht herankommen an den. Können wir den platt machen, glaube ich. Was war das? Hey, voll stehen bleiben! Oh, verdammt. Okay, war ich zu langsam? Da war ich zu langsam, definitiv. Ab wann haben wir gespeichert? Ab hier, okay. Haben wir schon alles hergestellt? Ich weiß es gar nicht, warte mal. Ich glaube, wir hatten das hergestellt, ne? Ja, okay. Gut, dann müssen wir das mal probieren. Ist ja eigentlich nicht so schwer, aber ich muss gucken, wie wir ihn da gleich mal anders erledigen. Oh nein, Soldaten! Okay, warte. So, ihn, wie können wir ihn da hinten rauslocken? Ich weiß es nicht, ne? Das ist mir auch zu... Das ist mir zu riskant. Wir müssen da irgendwas glänzt da oben, ja. Ich will das gerne haben, ja, wirklich, dass das so sein kann. Okay, so geht's auch. Sieht alles aus. Vielleicht können wir den Wagen da hochschieben und dann in die andere Richtung. So. Ich helfe mit. Pass auf. Na los. Verbrenn dich nicht. Ob das so richtig ist, was wir hier machen, aber ist ja Schluppe. Wenn wir sehen, was da oben ist, ob man das alles einsammeln kann, ob das was Cooles ist oder ob es einfach nur Rotz ist, werden wir gleich feststellen. Sieht aus wie eine Sense oder sowas, ne? Test mal. Eine Sense. Kämpfen Sie etwa damit? Nicht jeder kann sich ein Schwert leisten. Erfahre mehr, um zur Sense zu erfahren. Okay, warte mal. Achso. Das ist nur ein Werkzeug, okay. Komm und hilf mir! Nun denn! Jetzt geht's da runter, würde ich sagen. Ist schon ein bisschen eklig, das Ganze, ne?
Ich sehe gerade, dass da eben hinten ja noch eine Leiter ist. Haben wir zwei verschiedene Sachen da hoch? Das ist natürlich cool. Ganz oben waren wir ja nicht, ne? Sollen wir da nochmal hochlaufen? Macht vielleicht Sinn, oder? Ja. Komm ich. Mal kurz gucken, was ganz oben ist. Wenn man ganz hoch kann, ich weiß nicht, aber sah ja so aus. Ich habe die Leiter erst jetzt gesehen. So, die ist ein höher, da kommen wir gar nicht hin. Schade, schade. Das wäre jetzt hier umsonst. Na gut. Ja, gewiss. Ja, gewiss. Reitet vor, my lady. Na, sie wartet auch immer auf den Kleinen, ne? Das ist schon gut gemacht. Ja. Kommt her. Biegen wir. Ja, gut. Was die ja gedreht kriegen hier. Aber jetzt geht's los. Bobo! Zu dreht geht's auch wesentlich leichter. Aber krass, wie viel Angst die Ratten vor diesem Feuer haben. Damit fahre ich den Rest des Spiels durch die Gegend. Okay, das macht er nicht. Na klar, stecken sie im Schlamm fest. Kommt mit. Ach, wir sind auch im Schlamm, okay. Was Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an deine Zähne ran. Schon klar, aber... Was? Die Ratten fressen den doch sowieso. Wir müssen nur unter dem Aquädukt durch, Amicia. Ja. Aber die Ratten sind überall. Sch, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Ach, die Fackel brauchen wir, okay. Soll ich's mal versuchen? Bleibt hier. Gut. Bis gleich. Versuch's doch mal bei einem anderen. Ach, diese verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Na, ah, ich hätte schneller hinter ihm her sein müssen. Ich hätte schneller hinter ihm her sein müssen. Wie dumm war das denn schon wieder? Ich hoffe, wir fangen nicht ganz am Arsch der Welt an. Nee, okay. Durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Psch. Wir finden eine Lösung. Wartet hier. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Muss nur hinter ihm hergehen. Los, geh los, du Affe. Diese verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Für die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. Los, los! Ja! Wir sind jetzt noch durch. Weil die sind eh beschäftigt da hinten. Die werden sich nicht um uns kümmern. Da packen wir die Fackel rein. Los geht's. Wir klettern da hoch. Na gut. Klettern wir darüber. Was soll man sonst machen? Können wir die Fackel nicht wieder mitnehmen? Nee, kann ich tatsächlich nicht. Das ist ja blöd. Um dich herum zu ignorieren, Hugo. Wartet hier und psst. Gut, ich bleibe hier. Ich tatsächlich nicht. Ich kann. Was für ein Schwachsinn, oder? Müssen wir doch sagen, so können, wenn sie jetzt hier ist. Dass sie die Fackel wieder mitnimmt, oder? Naja, geht nicht. Okay. Amicia, sie werden von ihnen angezogen. Und was werden die angezogen? Ja, warte mal.
hat er gerade gesagt? Ich habe nicht mitbekommen. Kann man da irgendwas machen, was anderes? Nee, ne? Ach, warte, jetzt sehe ich es gerade. Okay. Okay. Die Luft ist rein. Ich komme. Ja, komm. Los, rein da, schnell. Mein Gott. Da drüben ist jemand. Oh nein. Na los. Amicia ist in der Falle. Holt mich hier raus. Hey. Wir müssen weiter. Das wurde aber auch Zeit. Oh nein. Tut mir leid, aber wir müssen hier raus. Amicia! Lasst mich nicht zurück! Ich flehe euch an! Bitte! Kann ich meine Fackel irgendwo hinhängen? Da hinten. Ich glaube, wir können ihn retten. Ich glaube, wir können ihn retten. Pass mal auf. Oh? Weiß nicht, ob es das Beste ist, aber wir versuchen es mal. Ihr habt mich gerettet. Oh, danke. Vielen also sind wir. Ihr werdet doch wohl nicht Alarm schlagen. Alarm? Nein. Nein, nein, nein. Man würde mich hängen, wenn herauskäme, dass ich euch hab laufen lassen. Geht nur, ich hab nichts gesehen. Gut. Ich hoffe, der hält sein Wort. Oh nein. Die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Ja, oh nein. Die hättest du auch 30 Mal rausziehen können in der Zeit. Oder nicht? Überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen, du musst es vermischen. Etwa so? Perfekt, jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. So. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Für eine Weile. Oh Gott, ich bin echt wie so ein Stealth. Das Leben retten. Kram. Okay. Ich kann leider das hier auch noch herstellen. Mal noch einmal. Aber dann haben wir auch nichts mehr, um das herzustellen. Ein wenig anders aus. Okay, machen wir unsere Brücken. Dann sammeln wir kurz auf einen hier. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Mach mal. Ich lasse los. Ah, okay. Schaffst du das? Ich kann nicht. So, nee, kannst du nicht. Das ist voll mit Ratten. Aber ich kann das Ding anmachen. Warte mal. So, und jetzt? Denkst du, du kriegst das hin? Komm zurück. Los, Hugo, genau so. Aber wo müssen wir denn gleich hin? Okay, haben wir, aber wo müssen wir hin? Kurz mal gucken. Müssen wir da durch? Aber da ist ja nichts Feuriges in der Nähe. Das wir irgendwie nutzen können, oder? Mach nochmal.
Und hier durch, ne? Okay. So, dann komm. Ich hab's geschafft. Los, der eklige Ratten. Ich will mich bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Oh. Das sieht gar nicht gesund aus. Gehen wir unten durch. Wir müssen nicht was wissen. Okay, wo geht's hier weiter? Geh da hoch. Komm. Los. Hier ist eine Werkzeugbank. Munitionstasche. Machen wir auch mal. Das sollte mir die Sache erleichtern. Sehr gut. Genau, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.